Bamberg im Wettbewerbsfieber. Zum 7. Mal findet die Mahler Competition statt, einer der renommiertesten Dirigentenwettbewerbe der Welt. 19 junge Männer und Frauen treten ans Pult. 5 Musikstücke mussten sie vorbereiten, um sie mit den Bamberger Symphonikern zu spielen. 4 Runden gilt es zu überstehen, dann steht der Sieger bzw. die Siegerin fest. Ihm oder ihr winken nicht nur 30.000 Euro Preisgeld, sondern die Aussicht auf eine Weltkarriere. Welcome to the competition. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Der Abend des 6. Juli. Am nächsten Vormittag geht sie los, die Mahler Competition 2023. Vorher wird aber die Reihenfolge ausgelost. Gelegenheit für die 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich mit der Jury bekannt zu machen. Zu dieser Jury gehören auch der Intendant der Bamberger Symphoniker, Markus Rudolf Axt, und Chefdirigent Jakob Ruscher. Sie heißen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen. Hello everyone, it's my great pleasure to welcome you here in Bamberg, in this beautiful city. Dann wird es ernst, wer muss als Erster, wer darf als Letzter ans Pult? Matthew Rhodes. Matthew Rhodes aus Großbritannien ist also die Nummer 1. Und so geht es weiter. Daichi Fukumura. Bis zur Nummer 19, Benjamin Perry Wenzelberg. Ist die Reihenfolge so wichtig? Aus Veranstaltersicht ja. Der Erste oder die Erste hat es schon schwer, weil das Orchester natürlich noch nicht wirklich eingespielt ist. Wenn das Orchester 2 Tage hintereinander mehr oder weniger das gleiche Stück gespielt hat, ist es einfacher. Die Kandidaten selbst nehmen die Auslosung eher locker. I don't think at the end of the day it makes a huge difference, whether you're first, last, you're in the middle. You know, we all have our own musical ideas to say, and we've all, you know, prepared really well, I think. Yeah, I mean, in the context of the competition, of course, it's every person gets their really meaningful amount of time to work with the orchestra, so I'm very much looking forward to that. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen auch Gelegenheit, einen Blick in den Konzertsaal zu werfen. Doch eigentlich geht es mehr ums Reinhören, die Akustik checken und so weiter. Wer wird denn Teilnehmer bei der Mahler Competition? Denn ich weiß, die Bewerbungszahl, die war deutlich höher, oder? Wir hatten 350 Bewerbungen aus 57 Nationen, so viel wie wir noch nie hatten in den vorherigen Wettbewerben, und haben in einer Auswahljury im Januar schon diese alle angeschaut, also Bewerbungsvideos angeschaut, verschiedene. Wir saßen wirklich 3 Tage in Klausur und haben eins nach dem anderen durchgeschaut und daraufhin entschieden, 20 Kandidatinnen und Kandidaten einzuladen nach Bamberg. Einer ist nun leider erkrankt gestern kurzfristig, sodass jetzt nur 19 vor Ort sind. Aber das sind immer noch viel mehr, als wir in den letzten Wettbewerben hatten, und lauter sehr begabte junge Menschen. Bei der Mahler Competition mitmachen zu dürfen, ist also eine Leistung für sich. Ich kenne schon ein paar Kollegen aus dem Studium oder wo andere Audition. Und Level ist diesmal ganz anspruchsvoll. Besonders Mahler 7. Ich glaube, niemand von uns hat das schon irgendwann dirigiert. Und so ein großes Stück mit diesem Orchester zu tun, ist eine einzigartige Gelegenheit. Und einfach das schon zu erleben, ist viel. Als wir die Noten bekommen haben, ich habe angefangen, mich irgendwie ab und zu mal zu vorbereiten, damit am Ende irgendwie alles zusammenkommt. Doch natürlich geht es ums Gewinnen. Nicht nur um 30.000 Euro Siegprämie, sondern um die Aussicht auf mehr. Das ist der Einstieg in eine Weltkarriere, wenn man so weitermacht, wie man das hier in Bamberg gezeigt hat. Natürlich ist die, sagen wir, die freie Wildbahn der Konzerte nochmal etwas anderes als die Situation in einem Wettbewerb. Aber wie wir auch an den letzten Gewinnern feststellen, Stars wie Gustavo Dudamel oder Lahav Shani, der Malerwettbewerb wird weltweit beobachtet. Die Gewinner werden weltweit eingeladen bei renommierten Orchestern. Auch wir in Bamberg werden schon in der nächsten Saison den Gewinner zu 1-2 Konzerten bei uns einladen. Matthew Rhodes, best of luck, Matthew. Am Vormittag des 7. Juli tritt Matthew Rhodes ans Pult. Wie alle Teilnehmer ist er verkabelt, damit das Publikum und die Jury seine Anweisungen ans Orchester mithören können. Right back to the start after the home calls. This is figure 69. Der 23-jährige Brite hat nach seinem Auftritt ein gutes Gefühl.
I feel really, really nice. I had a really good fun time. You know, of course, it's a competition, so you never know if you've done enough. Ein gutes Gefühl zu haben, das ist das eine. Die 15-köpfige Jury zu überzeugen, das andere. Deren Mitglieder sind über den ganzen Saal verteilt, wirklich überall zu finden. Jedes Jurymitglied erzählt von seinen oder ihren Eindrücken. Natürlich, wir haben auch verschiedene Professionen da drin. Sänger, Dirigenten, Komponisten, Musikmanager. Ja, so, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln die Kandidaten beurteilt. Und dann gibt es im Laufe der Diskussion eigentlich ein Stimmungsbild, nach dem sich dann die Entscheidung der Jury richtet. In der ersten Runde dirigieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Auszüge aus Mahlers 7. Sinfonie und aus Haydns Oxford-Sinfonie. Das heißt für die Bamberger Symphoniker allein in Runde 1 19 Mal musikalische Höchstleistung. Günter Blahuschek war bis 2008 selbst Mitglied des Orchesters. Der Fagottist hat 2 Wettbewerbe miterlebt. Dieses ständige Wachsein und immer wieder zuhören auf das, was die Dirigenten möchten, das kann anstrengend sein, ja, auf die Dauer. Am ersten Tag noch nicht, aber so im 4., 5. Tag ist das schon eine andere Sache. Andere im Publikum haben eher einen laienhaften Blick auf das Geschehen, doch alle sind fasziniert, dass die Maler-Competition losgeht. Weil mir der Wettbewerb sehr gefällt und die unterschiedlichen Charaktere auftreten können und man einfach mal sieht, was man aus Musik machen kann. Auch der Dirigent. Für die Nummer 1, Matthew Rhodes, wird es nicht reichen. Auch die Nummer 19, Benjamin Perry Wenzelberg, muss passen. Neun andere dagegen schaffen den Sprung in Runde 2. Dort steht mit Con Moto von Bernd Richard Deutsch eine Uraufführung auf dem Programm. Jede Runde hat also ihre Herausforderungen. Herausforderungen, die die erst 22-jährige Ukrainerin Polina Lebedjeva immerhin bis zum Halbfinale meistert. Dort endet aber der Weg für die letzte Frau im Rennen. Aus 5 mach also 3. Görg Höhler, Taichi Fukumura und Giuseppe Mengoli stehen schließlich im Finale der Maler Competition 2023. Die Spannung steigt immer mehr. Der Deutsch-Österreicher Georg Köhler ist 35 und seiner Vita zufolge schon in vielen europäischen Konzerthäusern herumgekommen. Seine Erfahrung bringt ihn also ins Finale der Maler Competition und diese Erfahrung ist auch nötig, denn mit dem Violinkonzert von Igor Strawinsky steht noch einmal ein ebenso schönes wie auch schwieriges Stück an. Solist ist Jan Rasek. Publikum und Jury können direkt vergleichen. Als Zweiter startet Taichi Fukumura im Finale. 30 Jahre wohnhaft in den USA mit Wurzeln in Japan. Finalist Nummer 3 ist der Italiener Giuseppe Mengoli, 30 Jahre alt. Ein Mann der wenigen Worte, so beschreibt ihn die Fachpresse. Aber warum auch? Die Musik spricht für sich. Mahlers 7. Sinfonie hat den Wettbewerb eröffnet. Das Meisterwerk beschließt ihn auch. Applaus nicht nur für die Finalisten, auch fürs Orchester. Jetzt heißt es warten. Not sure I'm waiting so much because I'm still processing so much of what has happened. So much of what happened today in our performance just now is not something I would have been able to do a week ago. Ich glaube, jetzt heute vor allem, wenn man so weit kommt bis ins Finale und dann gibt man alles, was man kann und dann ist es, glaube ich, fast natürlich, dass man danach einen kleinen Kater hat. The feeling of this music with this orchestra, with the energy that this orchestra has, it's indescribable. I just feel very, very moved.
Und das Publikum darf spekulieren, auf wen sich die Jury festlegen wird. Ganz schwer. Ich möchte es nicht entscheiden. Ich möchte auch kein Dirigent sein. Dieser Wettbewerb ist unwahrscheinlich. Dann ist der Moment gekommen. Die Jury betritt die Bühne. Georg Köhler darf sich die Glückwünsche für den dritten Platz abholen. Taichi Fukumura. Und als Taichi Fukumuras Name als Zweitplatzierter erklingt, da ist klar, wer die Maler Competition 2023 für sich entschieden hat. First prize goes to Giuseppe Mengoni. An Giuseppe Mengoli lässt sich ablesen, wie fordernd der Wettbewerb ist. Im Moment des Triumphs wirkt der Italiener eher erschöpft und ungläubig. I don't think I fully realize at the moment. I'm also exhausted. So it's very confusing at the moment, but it is a lifetime dream. It is. Giuseppe Mengoli. Aus Jury-Sicht führte in diesem Jahr am Italiener kein Weg vorbei. Er hat eine fantastische Kombination von Kenntnis von der Partitur und einem Gefühl im Herzen, das wahnsinnig beeindruckend das Orchester inspiriert, das Beste zu geben. Für die Jury enden 7 anstrengende, aber auch aufregende Tage in Bamberg. Auch für Marina Mahler, der Enkelin von Komponist Gustav Mahler, dem zu Ehren der Wettbewerb abgehalten wird. When you find such gifted young people, that is what we are looking for, and that takes music into the future. So, and Bamberg is very special. Also, the audience, you know, you have the feeling of complete support. And the orchestra is beyond anything. They should be getting the award. Dieses Sonderlob hat sich das Orchester redlich verdient. Und dessen Arbeit ist noch nicht erledigt. Denn 2 Tage nach dem Finale laden die Bamberger Symphoniker zum großen Finalkonzert. Dort präsentiert sich auch Kevin Fitzgerald, der den Sonderpreis für das beste Dirigat eines zeitgenössischen Stückes erhalten hat, für Con Moto von Bernd Richard Deutsch. Das Finalkonzert, der krönende Abschluss der Maler Competition 2023. Dass ich weinen, weinen soll. Giuseppe Mengoli sehen wir in der kommenden Spielzeit wieder. Im Oktober dieses Jahres und im Juli nächsten Jahres dirigiert er Familienkonzerte mit den Bamberger Symphonikern.